Aloha, ich bin Britta Lambert und es ist so schön, dass du da bist. Mit meinen Wochenenergien möchte ich gerne gemeinsam mit dir Bewusstseinsfelder erschaffen, die einen kleinen Beitrag dazu leisten, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Wenn dich meine Impulse ansprechen, freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, am besten die Glocke aktivierst und sie gerne mit lieben Menschen teilst. Ich wünsche dir nun viel Segen und Inspiration mit dem Impuls für diese Woche. Namaste und Aloha. Heute möchte ich über das Thema spirituelles Ego sprechen. Was ist spirituelles Ego? Für mich sind wir alle auf demselben Weg, auf derselben Reise. Und es gibt sicherlich den einen oder anderen, dessen Kanal reiner ist als der Kanal eines anderen. Und für mich steht und fällt eigentlich die Information, die ein Medium gibt, ein spiritueller Berater, immer mit der Reinheit des Kanals. Das bedeutet, wir sind alle verbunden mit der göttlichen Quelle. In meinem Gratiskurs, warum die Dinge so sind, wie sie sind, spreche ich über dieses Wasserrohr. Ja, und wir sind quasi dieses Wasserrohr verbunden mit der göttlichen Quelle, verbunden mit der Erde. Und was in der Materie ankommt, egal ob es eine Manifestation ist, ob es das gesprochene Wort ist, ob es eine gechannelte Botschaft ist, steht und fällt immer mit der Reinheit des Kanals. Und gerade wenn eine Botschaft beispielsweise gechannelt wird, steht das immer in Verbindung mit dem Bewusstsein des Mediums. Also das Bewusstsein des Mediums ist immer irgendwo dabei. Warum? Weil wir natürlich unseren Kanal zur Verfügung stellen. Und je reiner der Kanal, umso reiner die Botschaft. Und ich möchte einfach von einem kurzen Erlebnis berichten, das ich vor ganz, ganz vielen Jahren hatte. Das ist bestimmt schon 15, 16 Jahre her. Da rief mich eine Frau an und fragte mich voller Angst. Sie war damals Anfang 30, kann ein Medium den Tod voraussagen? Und meine spontane Antwort war nein. Also daran glaube ich überhaupt gar nicht. Kein Engel, kein ausgestiegener Meister würde in einer Durchsage eine solche Aussage tätigen, du stirbst dann und dann. Warum nicht? Weil wir Schöpfer sind und weil wir unser Leben selbst erschaffen. Und das bedeutet, wenn wir zu einem Kartenleger gehen, zu einem Astrologen, das, was gelesen wird, ist immer das, was ich jetzt im Feld habe. Und aufgrund dessen, was ich jetzt im Feld habe, erschaffe ich meinen Morgen, meinen nächsten Moment, meine Zukunft. Das bedeutet, wenn ich jetzt ein Reading mache und mir wird irgendwas gesagt und morgen gehe ich her und heile einen Schmerz, ein Programm aus meiner Vergangenheit oder aufgrund dessen, was ich in mir gespeichert habe, schaffe ich den nächsten Moment, weil ich das aussende und aufgrund dessen ziehe ich an. Das habe ich auch in meinem Gratiskurs erklärt und in vielen anderen Videos. So, und wenn ich morgen jetzt dieses Programm lösche, verändere und ein gesundes Programm aufspiele, dann verändere ich dadurch meine Zukunft. Und deswegen kann niemand die Zukunft voraussagen, weil wir diese selbst erschaffen. Abgesehen davon glaube ich und ist meine Erfahrung, dass was vom Licht kommt, keine Angst macht. Und ich habe im Laufe meiner Arbeit sind viele Menschen zu mir gekommen und es hat auch meinen Weg sehr beeinflusst. Die Arbeit, die ich heute mache, Menschen zu helfen, in ihre Schöpfermacht zu gehen, in die Ermächtigung, in die Freiheit. Ein geistiger Meister führt die Menschen immer in die Freiheit und niemals in die Abhängigkeit. Der beste Lehrer ist der, der die besten Lehrer hervorbringt, nicht der, der die besten Schüler hat. Und ich habe oft beobachtet, dass Menschen zu mir kamen von Seminaren, die sehr verunsichert waren, dass sie das wahrgenommen haben und der sogenannte Lehrer hat das abgesprochen. Und manchmal ist es so, dass man jemanden bei sich in der Gruppe sitzen hat und merkt, Mensch, sein Lichtkörper ist wesentlich weiterentwickelt wie meiner. Und man sollte in so einem Fall dankbar sein, einem solchen Menschen begegnen zu dürfen, Begleiter eines solchen Menschen zu sein. Man hat ja dann natürlich immer eine gemeinsame Aufgabe. Und manchmal wird versucht, dann einfach so einem Menschen seine Wahrnehmung abzusprechen, aus Angst, er könnte den sogenannten Seminarleiter, ich mag den Begriff Lehrer eigentlich gar nicht,
überholen. Das sind viele, viele Dinge, die ich erlebt habe. Und wie kannst du jetzt wissen, ob jemand mit einem spirituellen Ego unterwegs ist oder nicht? Buddha sagte mal in einem Channeling, höre auf deine innere Stimme, höre auf dein Herz. Und wenn irgendeine Botschaft kommt und sie ist nicht im Einklang mit deinem Herzen, selbst wenn Gott persönlich durch irgendjemanden zu dir spricht und es ist nicht im Einklang mit deinem Herzen, dann vertraue deinem Herzen Gott in dir, denn du hast diese Stimme. Und ich merke das auch bei mir, wenn ich manchmal Botschaften von anderen höre, manchmal resoniere ich total damit und finde es richtig super. Manchmal kann ich damit nichts anfangen. Das hat aber gar nichts damit zu tun, dass dieser Mensch keine gute Arbeit macht oder nicht gut ist. Gar nicht. Das resoniert vielleicht einfach im Augenblick nur nicht mit mir, sondern was anderes hingegen schon. Der wichtigste Maßstab für mich ist, was vom Licht kommt, macht niemals Angst. Was vom Licht kommt, ist immer Liebe. Und so kannst du dich wirklich ganz, ganz gut orientieren und auf deine eigene Stimme vertrauen und jemand, der wirklich im Dienst des Lichtes unterwegs ist und im Herzen ist, der wird sich auch nicht über dich erheben, der wird dich auch nicht belehren wollen, der sieht dich und unterstützt dich eben in deinem Prozess. Und so würde ich immer schauen, oder so schaue ich, wenn ich Rat suche, wenn ich ein Thema habe und zu jemandem gehe, merke ich manchmal auch ganz, ganz schnell, wenn man so ein Reading macht mit Karten oder es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, das Feld mal lesen zu lassen, wenn man selbst vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht. Ich merke sehr schnell, wenn jemand seine eigene Geschichte versucht, auf mich oder auf jemand anderen zu projizieren. Ich merke das auch in Kursen, wenn man Gefühlsarbeit macht und derjenige hat dann, der quasi die Leitung übernimmt oder die Begleitung übernimmt, jemand anderen an den Urschmerz führt, der Heiler in dem Moment, wenn er nicht die Geduld hat, in der Präsenz zu sein und zu beobachten, was geschieht und alles, was geschieht, zu erlauben und dem anderen anfängt, Vorschläge zu machen. Vielleicht könnte es das sein, vielleicht könnte es das sein. Nein, du kannst niemals wissen, wie ein anderer Mensch fühlt, weil du nicht in seinen Mokassins unterwegs bist. Du kannst aber die Energie für diesen Menschen halten. Und der wichtigste Platz, von dem jemand kommen sollte, meiner Meinung nach, der einen anderen berät, sollte die Erdung sein, dass wir voll im Körper sind, wenn wir beraten. Derjenige, der sich beraten lässt, sollte auch voll und ganz im Körper sein, dass die Botschaft ankommt. Und das Energiefeld sollte rein sein und damit in der Neutralität. So, dass derjenige, der berät, eben nicht seine eigenen Geschichten anfängt zu projizieren. Und es geschieht ganz schnell und es ist auch überhaupt nicht böse gemeint. Das machen wir alle, wenn man sich beobachtet. Ich höre von jemandem, mir geht es so und so, mir ist das so und so passiert und schwuppdiwupp ist man mit seiner eigenen Geschichte. Ja, das kann ich gut verstehen. Bei mir war das damals so und so. Ja, und es ist auch schön, wenn man sich mit Freunden unterhält und austauscht. Man fühlt sich bestätigt, man gibt dem anderen Bestätigung. Aber das hat eben nichts mit einem reinen Reading zu tun. Da hat eine Geschichte von einem anderen Menschen in diesem Reading nichts verloren. Es geht wirklich darum, dein Feld zu lesen von einem reinen Kanal. Und so kannst du dich orientieren, ob du, und du spürst es natürlich auch, von welchem Platz jemand kommt und wir sind alle gleich, ja, wir sind alle göttliche Wesen inkarniert in einem physischen Körper. So begegne jedem Menschen, dem du eine Frage stellst, dessen Seminar du buchst, egal um welches Thema es sich handelt, immer auf Augenhöhe. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel, sondern wisse, du stellst jetzt eine Frage und du schaust und fühlst und verbindest dich mit der Energie des anderen und schaust, ob das für dich stimmig ist oder nicht. Und es lohnt sich, da wirklich genau hinzuschauen, weil es gibt einfach viele Menschen, die versuchen, andere von sich abhängig zu machen. Auch diese spirituelle Arbeit, die Heilarbeit, ist letzten Endes ein Job, von dem Menschen, wie ich beispielsweise, leben. Ja, weil wir nicht wie früher wurde der Schamane vom Volk versorgt. Das geht so nicht mehr. Und natürlich ist da die Suche nach vielen Klienten oftmals das Ausschlaggebende, dass ein Klient oft kommt und viele Sessions macht, am besten gleich eine große Abfolge bucht, um eben
ja, das eigene Einkommen zu sichern. Und da ist die Gratwanderung zwischen den Menschen zu unterstützen oder auch abhängig zu machen. Das habe ich auch im Bekanntenkreis bei mir beobachtet, dass eigentlich keine Entscheidung mehr getroffen wird, ohne dass man zu der Kinesiologin geht, die das austestet oder jemand, der pendelt oder Karten legt. Aber letzten Endes sage ich immer unterm Strich, es geschieht sowieso, was geschehen soll, egal wie oft ich mir das auspendeln lasse oder hinterfrage. Und je mehr du geerdet bist und je mehr du wirklich im Zug, im Transit sitzt, in deine neue Form, da habe ich neulich ein Channeling veröffentlicht mit, ich glaube, Ernst Engelshardt, war das, umso schneller bist du am Ziel deiner Wünsche und den größten Guru, deinen Herzensguru, trägst du in dir. Ich hoffe, dass dich das ein wenig inspiriert hat und wünsche dir eine wundervolle Woche. Bis bald und Namaste. Wenn du mehr über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der 12 Siegel erfahren möchtest, findest du unter diesem Video in der Infobox alle Informationen zu meinem Fernkurs Die 12 Siegel des Metatron. Erfahre in meinen Fernkursen, wie du die Siegel für dich selbst und auch für andere anwenden kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und die gechannelte Bedeutung jedes einzelnen Siegels. Abonniere jetzt einfach mit einem Klick auf mein Bild meinen Kanal, dann bekommst du automatisch eine Nachricht, wenn ich neue Videos veröffentliche. Klicke rechts, wenn du meinen Gratiskurs Warum die Dinge so sind, wie sie sind, kostenlos und unverbindlich anschauen möchtest. Namaste.